You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message by the tone? You got me wrapped around in summertime. Yeah, yeah, I need to know we'll fall in love right here and now. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Falling into you, 'cause you're on my mind. Jump, jump on it. Put him up, put him up. Come and show me. I guess we'll never know it. Fall up on it. Put him up, put him up. No second thoughts, just let me change your mind. You're taking way too long, it's overtime. No lucky strikes, you're all it takes to be in my zone. So show me something, just a little sign. Yeah, yeah, yeah. I'm always ready, so just tell me when to go. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Falling into you, 'cause you're on my mind. Jump, jump on it. Put him up, put him up. Come and show me. I guess we'll never know it. Fall up on it. Put him up, put him up. No second thoughts, just let me change your mind. Put him up, put him up. I guess we'll never know it. Put him up, put him up. Wir sind von diesen mega schönen super duper 3 Sterne, 15 Sterne Platz. Tina Raft Camp. Camping am Fluss, Stellplatz am Fluss, so hieß er. Abgehauen. Jo. Ganz kurz nochmal, haben wir schon was zum Rafting gesagt? Nope. Nein, ich glaube nicht. Wir haben ja gestern, ja, für uns das erste Mal, ne? Ja, es war das erste Mal für uns Rafting. Mit Rafting. Sorry. Rafting gemacht, war ja jetzt familienfreundliches Rafting, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war nichts, wo man sich überanstrengt. Einzige, was ging so in den Oberschenkel, weil man sich dann immer so ein bisschen halten musste, aber man klemmt sich ja mit den Füßen da unten in das Boot rein. Das heißt, man kann eigentlich nicht rausfallen, außer man ist komplett dusselig. Ja, ja, ja. Obwohl, na ja, gut. Mein Tischnachbar, nee, mein Sitznachbar wäre bald reingefallen. Aber das macht der Lenker da auch, ich sag mal, situationsabhängig. Super. Ja, ja. Ich habe es auch schon gesehen, mit kleinen Kindern machen sie die gleiche Tour. Also alles gut. Ja, ja, ja. Ich glaube, dann wird er ein bisschen anders fahren. Ja. Nein. Also bei uns hat er schon die ein oder andere Stromschnelle mitgenommen. Wollten wir ja auch so. Also, kann man gut machen. Kostet. Wenn er auf dem Tina Raft Stellplatz bist, kriegst du 10% Rabatt. 2 Personen 90 Euro. Genau. Dauert ungefähr 1,5 Stunden bis 1,75 Stunden, je nachdem. Wie schnell oder wie langsam ihr paddelt. Genau. Also nur die Flussfahrt, ne? Ja. Jetzt dann der Transfer bis zum Einstieg und du endest dann an dem Camp da. Das geht über die Safe. Ja. Und der Einstieg ist irgendwo da oben Ecke Blade. Ja. Ne? Ja. Jo. Und ja, der Ausstieg ist dann auch wieder am Tina Raft, ne? Ja. Ja, ist ganz bequem. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, man kriegt das ganze Equipment von Neopren, Neoprenschuhe, Helm. Rettungsweste kriegt man alles dargestellt. Ja, man braucht also nichts
mitnehmen. Mitnehmen. Außer Badeanzug. Fläschchen Wasser noch und dann Handtuch vielleicht. Ja. Es gibt noch eine Pause. Ja, ich habe ja alles aufgenommen. Habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Genau. Jo. So, und dann sind wir jetzt weitergefahren. Sind wieder in Deutschland gelandet am Tachinger See. Das ist ein kleiner Campingplatz. Wir können uns mal drehen, oder? Das ist hier eine öffentliche Badestelle am Tachinger See, direkt neben dem Campingplatz. Es ist ein Campingplatz mit Hälfte, ich sag mal jetzt Hälfte Dauerstellplätze, Hälfte Touristikstellplätze. Ja, also wir haben super einen Platz gekriegt. Ich hatte vorher angerufen, also wir brauchten nichts buchen. Jetzt im Juni ist das auch noch, glaube ich, sehr gut machbar. Wie das nachher dann in den Ferien aussieht, da wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen voller, weil eigentlich ist der sehr schön. Ist ein kleiner Campingplatz, nicht so groß. Wie gesagt, man hat hier direkt die Badestelle dran und ja, kannst du alles machen hier. SUP. Genau. Und was weiß ich nicht. Wir zahlen jetzt für zwei Personen, zwei Nächte 33 Euro. Geht auch noch. Also ja. Ohne Strom. Entsorgung, Versorgung ist auf dem Platz. Wasser und Stromanschluss, alles auf dem Platz. Ja. Ja, ein bisschen schräg. Ja. Ein bisschen abhängig, also so am Schuss. So. Man muss gucken, wo man sich den Platz aussucht. Ja. Also er hat uns vorher draufgelassen, wir konnten uns den Platz aussuchen und ja. So, und wir bleiben hier 2-3 Tage. Genau. Und dann müssen wir weiter nach Thüringen. Ja, da muss ich noch ein bisschen arbeiten und dann geht's nach Hause. Jo. Also dann geht's nach Dortmund. Jo, mal gucken, was noch kommt. Ja. Wir wollen ja dann nochmal, also da, wo ich arbeiten wollte, möchte, soll, muss. Kiffhäuser Therme. Ja, ist in Bad Frankenhausen. Da kann man ja mal gucken, ob man da vielleicht auch noch was aufnimmt. Aber ansonsten war es das eigentlich mit Slowenien. Fazit machen wir noch die Tage, ne? Ja, dann machen wir ein Endfazit. Ja. So, MS hatten wir gerade schon. Ja. Und alles gut. Ja, viele Sportmöglichkeiten, Bolzen, Pöllen, alles gut. Ja. Ja. Also lohnt sich, oder? Also ich finde schon. Ist schön hier. Genau. Ist schön hier. Genau. Hier bleiben wir. Jo. Ja, Wetter soll ja nächste Woche wieder schöner werden. Wir haben jetzt Samstag heute, ne? Ja. Obwohl, ist trocken. Es ist trocken, es soll heute Nacht ein bisschen regnen. Wobei in Slowenien war jetzt auch die letzten 2 Tage bedeckt. Da war dieser Sahara-Staub unterwegs. Ja, genau. Ja. Genau. Gut, dann gehen wir mal was lecker essen oder sowas. Jo, schauen wir mal. Bis später. Through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind, your sweet scent fills my lungs open wide. In the light, troubles fade away with you. No need for words to say your love. A gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, for you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, I. For you, I.
So, kleines Päuschen. Oho, macht ja noch coole Socke hier. Ja, jetzt ja. Bin ich auch tatsächlich mal überlegen, ich weiß jetzt gar nicht, auf welchem Campingplatz wir sind. Guthorn. Wenn ich meine Frau nicht hätte, wäre ich verloren. Ja. Also, Campingplatz Guthorn. Wir haben so ein öffentliches Café. Wir haben uns jetzt so ein Cremeschnitt, ist es ja nicht mehr. Nee. Moment, Mango-Cremeschnitte. Ich nehme natürlich ein Käffchen dazu. Aber das Pottblach da drüben, das braucht wieder einen Pilz dazu. Und den Radler hast du. Radler. Also gemäßigt. Sitzen ja. Wir am Wagginger See übrigens. Ne? Das ist jetzt inzwischen der Wagginger See. Also hier sind ja drumherum wirklich 3, 4, 5 Campingplätze um den See herum verteilt mit Badestellen und öffentliche Schwimmbäder. Schön. Also wir haben jetzt diese Fahrradtour, die wir gerade machen, mittendrin sind. Ne? Wir brauchen ja jetzt hier ein bisschen Energie. Führte uns jetzt die ganze Zeit schön durch den Wald. Sehr schön. Ja, erst ein bisschen Straße, aber Radwegstraße, ne? Ja. Dann am Wald. Und oder im Wald, nicht am Wald, im Wald. Und wir fahren ja den Tachinger See. Den Wagginger See einmal rum. So machen wir das. Genau. Und jetzt sind wir am Wagginger See. Das heißt, die Hälfte haben wir weg. Roundabout. Und damit wir die andere Hälfte schaffen, ja, brauchen wir jetzt Energie. Vitamine. Genau. Mango, Zitrone ist vitaminreich. Weißt du, wo holst du die Zitrone her? Aus dem Radler. Kann man sich auch schön reden. Wir gucken mal, was gleich kommt. Yo. 30,84 habe ich. Einmal muss ich drehen. Wo habe ich die wahrscheinlich gesucht? So, nee, eine war cool. Super schöne Tour. Ich werde noch mal. Ich habe die aufgezeichnet. Die baller ich jetzt gleich mal rein. Könnt ihr mal gucken. Ja. Ja, war schön, ne? Jo. Wetter war super. Jetzt passend dafür. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Nee, alles gut. Trocken. So. Emmes. Emmes.
Hallo, Glück auf, ein letztes Mal. Jo. Zumindest mal jetzt für diese Reise, ne? Jo, wir sind am Ende angelangt. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende, ja, ja. Ja, wir waren ja in Slowenien. Slowenien. Erste Mal? Ja. Und? Was sagst du? Sehr schön. Sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schöne Ecken gesehen. Wobei nicht alles. Weil manches halt auch so ein bisschen schwierig zu erreichen ist. Wir haben uns aber auch viel Zeit gelassen auf den einzelnen Stellplätzen, Campingplätzen. Ja. Wir haben ja beides gehabt dieses Jahr. Und ja, da kann man auch schon sagen, Stellplätze sind die Campingplätze sind deutlich schöner. Ja. Auch ja. Gelegen als die Stellplätze. Stellplätze sind oftmals auf Betonplatte. Ja. Zumindest was wir jetzt so gesehen haben. Wir reden jetzt nur von unserem Trip. Ne? Wir haben mit Sicherheit längst nicht alles gesehen. Nein. Aber die Campingplätze, also auch der jetzt so zum Schluss, ne, der Stellplatz am Fluss, war schon sehr schön. Ja, die Campingplätze sehr, sehr schön. Das Land selber hat mich angenehm überrascht, muss ich sagen. Ja, so vielseitig. Ne? Ja. Man hat Wasser, ja. Man hat Meer, man hat Berge, also wirklich alles. Ja, und kannst du innerhalb von 2-2,5 Stunden kannst du alles erreichen. Ne? Ja, ja. Irre, absolut irre. Sehr schöne grüne Ecken, also was heißt Ecken, da ist eigentlich alles grün irgendwie. Ja, ne? Ja, das ist sehr viel Gegend. Ne? Sehr viel Gegend, sehr viel Wälder, Natur. Ja, Naturliebhaber kommen da voll auf ihre Kosten. Wandern, Radfahren, alles Mögliche. Kajaken, ja genau, Rafting. Rafting, also man kann da jede Menge machen. Hier dieses Paragliding. Ja. Also du hast ohne Ende Möglichkeiten, ohne Ende. Ich fand es ein ganz tolles Land. Oder ich finde es. Es ist ein tolles Land. Auf jeden Fall. Unheimlich nette Menschen da. Jo, also die waren wirklich, wo wir da hingekommen sind, ich kann mich jetzt nicht entsinnen, in irgendeiner Form da unfreundlich oder pampig. Nö. Nee. Also das war... Nee. War ein richtig runder Urlaub. Ja. Wie gesagt, die Einheimischen sind sehr nett. Wir haben noch zwei nette Menschen kennengelernt. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja. An Annette und Dietmar. Ja, dann sind wir auch noch ein paar Tage mitgereist. Sehr angenehm. War eigentlich ein geiler Urlaub. Jo. Geiler Urlaub. Ja. Dadurch, dass er auch so ein kleineres Land ist, musst du jetzt auch nicht, um irgendwo anders was zu anzusehen, 500 Kilometer fahren. Ne? Ja. Da bist du in einer halben, dreiviertel Stunde bist du am nächsten Spot. Und, komplett mega. Was anderes dann, als du vorher gesehen hast. Ja. Nein, also das war wirklich sehr schön. Der einzige negative Punkt, den ich als negativ empfinde, was heißt negativ? Wo man sich halt drauf einstellen muss, es ist von den Camping und Stellplätzen her doch etwas teurer. Ne? Also das ist schon also so ein einfacher Stellplatz, 25 Euro, das ist dann schon eine Hausnummer. Ich kriege gerade Besuch, Moment. Also als wir hier ankamen gestern, du musst ja mal sagen, wo wir sind. Wir sind hier jetzt, also wir sind ja ein bisschen früher abgehauen aus Slowenien. Arbeitstechnisch ist da noch was dazwischen gekommen. So, und dann sind wir jetzt gestern weitergefahren nach Bad Frankenhausen in Thüringen. Da stehen wir aktuell. Genau, da stehen wir jetzt aktuell. Kyffhäuser Land, hier ist das Kyffhäuser Museum und Denkmal. Das Denkmal Barbarossa, Denkmal Barbarossa Höhle.
Allerdings, also es gibt hier zwei Stellplätze, einer an der Therme und einmal diesen hier, wo wir jetzt stehen, der ist so ein bisschen am Stadtrand. Ja. Eine riesengroße Wiese, wirklich sehr groß. Das ist mega. Und da sind ein paar Plätze, kannst du mit Strom. Allerdings hat der sonst halt keine Fähr- und Entsorgung. Doch, hat er. Ja, irgendwo, aber wir haben sie nicht gefunden. Ja. Also der war ja heute Morgen hier, ein super netter Mensch. Ja, das ist ganz klar. Ja. Und hat uns ein bisschen was erklärt hier über den Platz. Also das ist schon, du hast da auch irgendwo Fähr- und Entsorgung. Also Wasser haben wir auf jeden Fall gesehen da vorne. Ja, ja. Mit der Entsorgung war mir das noch nie ganz klar. Ich wollte ihn jetzt aber auch nicht nochmal fragen. Ja, da quälen, da nochmal hinzugehen. Der war auch, glaube ich, nicht gut zu Fuß. Ja. Wenn ihr hier seid, werdet ihr das finden. Ich blende noch mal ein paar Fotos ein. Auch Strom ist auch hier. Wo ihr euch drauf einstellen müsst, ist, es kann schon mal sein, dass hier ein Hubschrauber landet auf der Wiese. Genau. Da ist ein Bereich abgesperrt, extra mit Pylonen. Und da könnte schon mal so sein, dass ein Hubschrauber landet. Genau. Bis jetzt nicht. Ich finde es dann aber auch, also abgesehen von dem Grund, warum er hier landet, aber der ist schon spannend. Der ist relativ nah dran, also da wird dann auch windig, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ansonsten ist das hier ein total ruhiger Platz. Wir haben gestern Abend, lief hier so ein Fuchs rum. Hier sagt sie, Fuchs und Katze, gute Nacht. Ja. Beide waren da. Hier sollen auch schon mal Störche landen. Also ja. Es standen jetzt hier, als wir kamen, zwei andere Fahrzeuge. Die sind aber anscheinend nur abgestellt hier, ansonsten waren wir hier komplett alleine und totale Ruhe. Ja, jetzt kommt super schön. Ist hier gerade der vierte gekommen. Jo. Aber ungefähr vom Größenvolumen her, ich glaube, hier passen locker 200 Fahrzeuge hin. Locker. Also wenn die so stehen wie auf den anderen Stellplätzen, würde ich sagen, passen hier auch 300 hin. Ja. Tür an Tür. Du kannst das Ende kaum sehen, wenn du hier vorne stehst. Ist schon mächtig, ja. Aber nichtsdestotrotz, also das ist da, wo wir jetzt stehen. Genau. Und wir sind jetzt auch nur drauf gekommen, weil er gerade neben uns geparkt hat. Oder was heißt neben? Ne? Da passen jetzt noch drei daneben. Also schon ordentlich gut Platz gelassen. Der kostet 7,50 Euro. 7,50 Euro die Nacht. Plus 2,50 Euro pro Person pro Tag. Kurtaxe. Genau. Also. Und die erste Nacht hat er uns geschenkt. Jo. Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Ich glaube zwar nicht, der dass der kam gestern siehst. Abend und sagte, ach, weißt du, machen wir morgen. Und der hatte keinen Bock. Und hatte gestern keinen Bock mehr gehabt. Ich habe heute keine Lust mehr. Der wollte nur gucken und kurz Hallo sagen mit seinem, was hat er, ein Smart, ne? Das ja, vorne steht ja da noch, mit seinem Smart. Also. Ist alles, nein, also alles entspannt hier. Ne? Tiefenentspannt, ja. Hier ist ein Netto um die Ecke und Aldi um die Ecke. Dann ist hier die ein Freibad noch, das Sohlebad. Dann ist hier ja, noch Therme, eine Therme um die Ecke, also in der Stadt. Das ist das Denkmal, ja, ich glaube, der schiefe Turm ist hier. Das ist alles so anderthalb Kilometer in der Stadt, ne, ungefähr. Ja, wir sind heute Mittag, nee, heute Vormittag. Ja, heute Vormittag sind wir noch mal kurz reingelaufen. 700 Meter, sagst du? Bis zum Netto oder Lidl? Aldi gewesen, ja. Alles gut. Ja. Ja, aber komm, Slowenien war eigentlich Thema. Auch ja, wenn wir hiervon begeistert sind. Ja, das war ja jetzt der Ende, ne? Also, nee, war wirklich sehr schön. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr entspannt, fand ich. Ja. Am Anfang war das Wetter jetzt nicht ganz so prickelnd. Ja, wir sind ja gestartet in Maribor. Genau. Maribor war, oder die Woche war schon oft Regen, muss man schon sagen. Ja, ne? Ja, am meisten Regen in Bled. Aber da nicht den kalt, ne? Also ich ja, habe das jetzt nicht als so, kalt in Erinnerung. Schon ein Jäckchen und ja, eine lange Hose, ne? In den ersten Tagen. Oder ein Konjäckchen. Gerne auch ja, einen Kakao. Aber dann hat sich das Wetter ja gebessert. Ja, dann war knacke warm. Der Dieselpreis tendiert so um die 1,46 derzeit. Wir waren ja jetzt im Juni da. Jo. Juni 24, für die das Video später sehen.
1,46 roundabout. Kannst du auch an der Kasse zahlen. Die haben jetzt nicht so einen Kassenautomat wie Frankreich, direkt an der Zapfsäule oder so. Also muss dann schon reingehen. Sprache Englisch geht immer. Ja. Geht immer sehr gut sogar. Freuen sich aber auch, wenn man wirklich mit den bisschen Walla. Floskeln Walla für Danke und Dobre Dan und Nosvidania ankommt, dann kriegen sie sofort das Grinsen. Also da freuen die sich. Und die Preise in den Supermärkten sind ja wie bei uns. Also ist jetzt nichts. Also für, weil viele ja sagen, ist Slowenien ist teuer. Also das Einzige halt für mich empfand ich es an den Campingplätzen und Stellplätzen, ne, dass es ja, da. Also wenn man da jetzt auch essen geht, ist auch alles noch normale Preise oder leicht erhöht. Ich habe kein Geld im Urlaub, habe ich schon gesagt, ne? Ich gehe immer nur mit. Also, leicht erhöht. Also tanken sich. Ist er dieses Jahr gut weggekommen mit. Ups. Ja, sind noch kurze Wege. Ich habe nur zweimal getankt, glaube ich, in den 2,5 Wochen. Aber ich glaube, aber da ist auch alles noch. Aber alles im Rahmen. Ja, also es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen muss, da fahre ich nicht hin. Ich glaube, da ist Schweden und Norwegen teurer. Ja, zumindest sag ich mal, wir haben ja auch Campingplätze gesehen in der App. Da war es schon an 50 Euro, ne? Ja. Die Nacht. Also das empfanden wir dann schon als. Ja. Wobei du aber auch jetzt, sag ich mal, Stellplätze hattest, wo du nichts hattest für 25 Euro jetzt hier die Nacht, Wind. Ne? Es wird windig hier. Scheint hier heute den ganzen Tag oder, schon die Sonne. Oder der Hubschrauber kommt. Scheint den ganzen Tag schon die Sonne, ist warm im Schatten. Bei Wind ist mir frisch, aber in der Sonne ist warm. Jo, also das ist ein sehr schönes Land. Fahren wir nochmal hin? Bestimmt, ja oder nein? Irgendwann. Also ich würde da auf jeden Fall nochmal hinfahren. Würdest du empfehlen? Ja, kann ich nur empfehlen. Ich auch. Auf definitiv. Jeden Fall. Ist auch so ein bisschen, glaube ich, unterschätztes Land. Ja, also viele nutzen es ja zum Durchfahren, ja. So wie wir jetzt auch immer, Kroatien und so. Ne? Aber ich würde beim nächsten Kroatien-Urlaub da mit Sicherheit auch mal noch mal gerne 1-2 Tage bleiben. Ja. Kann man auch nur empfehlen. Ne? Guckt euch das mal Land definitiv. Mal an, das ist schon schick. Also ja. Die haben auch unheimlich viel zu bieten. Ne? An Sehenswürdigkeiten, an Naturschauspielen, die Wasserfälle ja. und Postojna, die Höhle. Die Winterklammen. Die ganzen Klamms, also, genau. Da das Wasser immer wieder, fährst du an diesen türkisgrün. Ja, türkisblauen. Wasser vorbei, irre. Absolut ja. irre. Und für uns Daumen hoch. Auf jeden definitiv, Fall. Definitiv, ne? Auf jeden Fall. Jo. Und das soll es dann auch gewesen sein, von unserer Seite aus. Jo. Wie gesagt, wir sitzen ja hier in Bad Frankenhausen. Wir machen jetzt Feierabend. Jo. Für diese Videoserie Slowenien Road Trip. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen ja. Dank für die geilen Kommentare. Vielen Dank auch für die Leute Polar Steps. Und Facebook und Insta und YouTube. Kommt ja noch die Filme. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich bin ja jetzt gerade in der Vergangenheit, ne? Oder zum Zug. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, YouTube kommt ja auch noch. Ja, so. Ja. Und viele, viele coole Leute kennengelernt mal wieder und auch viele coole Gespräche gehabt. Ja, wie eigentlich jedes Jahr so, ne? Ja. Danke nochmal für die Kommentatoren, die kommentiert haben. Und auch danke an die Heimlichseher, die immer nur gucken, aber nicht kommentieren. Traut ja. euch, schreibt uns. Ja, wir freuen uns über jeden wir Kommentar. Wir beantworten auch jeden Kommentar. Jo, also, das war's. In diesem Sinne. Nächste Reise, haben wir schon eine Aussicht? Ja, Oktober. Oktober fahren wir zu der Stadt der Liebe. Nach so Paris. Heißt es. Ja, nach Paris. Aber nur kurz. Aber nur ne? eine Woche. Nur da kurz. Sind wir nur kurz. Das ist zumindest der Plan heute im Juni. Ja, das kann, ihr kennt uns. Das kann sich auch wieder spontan ja, ändern. Ja, ja. Ansonsten vielleicht nochmal eine Wochenendtour. Keine Ahnung. Wir müssen gucken. Genau. Jetzt ist erstmal fast schon wieder Alltag.
Jo. Hammer's. Hammer's. Dankeschön. Wir sehen uns. Bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Oder? Ciao. Ciao.